So, hallo hier aus Neckars Ulm, von den 27 offenen Neckars Ulmer B&A Classics Rockstar Cup 2015. Wir kommen zur nächsten Partie hier an Tisch 5. Anton de Goisestinado gegen Ronald Regli. Ronald Regli hier gerade am Tisch, beim Versenken hier der 9. Ja. Geht somit 1:0 schon mal in Führung. So, jetzt haben wir hier am Tisch Anton de Goisestinado. Vom BC Achtball hier in Neckars Ulm. Oder Einstiegsbahne. Position auf die 2, passt da auch. Ja, langsam. Und? Sehr gut. Sehr gut gestellt, passt gut rein hier. Ist auch drin. Das wird schwierig. Auch nicht unmöglich. Aber die Position auf die 7 wird jetzt dadurch nicht ganz nicht einfach. Drin. Tja, und jetzt ist vorbei. Jetzt passt die Stellung nicht mehr. Ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder vernünftig aussteigen aus dieser Aufnahme oder aber ein Safe hindern lassen für den Gegenspieler. Entscheidet sich für ein Safe und? Das ist gut. Der ist gut. Das ist gut, er passt. Sehr gut richtig gemacht, ja. Läuft. Ist auch gut. Schönes Ding. Er sieht die 7, ja, klar, aber... Ein Einstiegsball ist es nicht, aber gut. Anton de Goisestinado und dadurch jetzt die Möglichkeit, immerhin wieder mit einer Sicherheit drauf zu antworten. Also, so viel sieht er. Muss ich Platz machen?
Und? Nee. Ist aber auch kein Einstiegsball. Verona Dregli, auch der muss da gucken. Ne? Auch er wird mit einer vernünftigen Sicherheit aufsteigen hier, ja? Macht er? An die Kopfbande. Okay. Immerhin. Kein Einstiegsball. Aber mit der Möglichkeit, wird Anton hier in der Sicherheit auszusteigen. Kann er mit der Sicherheit aussteigen? Haben wir richtig erwischt? Nein. Ist zu lang. Ähnliche Situation, die er zuvor schon hatte bei der Aufnahme. Mal schauen, ob. Na, jetzt wird er gestört hier gerade im Nachbartisch. Diesmal versucht das offensiv und es zahlt sich aus. Aber die Weiße läuft weit. Die ist weit gelaufen. Schwierig. Schwerer Ball. Schwer. Die Auflage vom Bock ist nicht die beste. Er ist ziemlich kurz hier. Er muss über die Bande hier. Ja. Das macht es halt einfach. Langer Schnabel. Oh, ganz toll gelocht hier. Wahnsinnstoß. Kann man mal klappertschen. Genau. Wahnsinnstoß, wirklich. Akkurat reingespielt, ja. Super. Baut hier seinen Vorsprung aus. Auf ein 2:0. Prima. Also die 8 war wirklich genial. War wahnsinnig gut gespielt. Akkurat. Konsequent. Einfach konsequent rein und super gespielt. Tollen Position. So, 2:0 Spielstand für Ronald Regli. Nach einem schönen kleinen Sicherheitsspiel. Anton de Goyes Estenado am Tisch. Und eine Wahnsinnsaufgabe hier. Die 2 ist spielbar. Die Position auf die 3 kann er auch bekommen. Da muss er halt die Weiße wirklich akkurat spielen. Schöner Qualität, mit Qualität. Oh, nee, da ist er die 1 noch. Ei, da ist er die 1 noch. Das verändert die ganze Situation natürlich hier. Und? Die 5? Nee. Aber verlässt den Tisch mit einer Sicherheit. Anton de Goyes Estenado überlässt Ronald Regli den Tisch. Tja, und der hat hier jetzt gleich mal ein heftiges Problem liegen. Der Weg ist verstellt zu 1. Er muss Vorbande spielen. Das ist die Frage. Spielt er jetzt unten an die kurze Bande oder an die lange Bande? Ich denke, ich würde die kurze Bande hier unten jetzt bevorzugen. Wobei das auch nicht ganz einfach ist. Weil er wird hier, er muss einen Effekt reinspielen. Weil ihm der Winkel nicht ausreicht. Der Winkel, den ihn die 4 noch lässt. Da kann die Weise hin etwa zu unten mittlere Bande, mittlerer Diamant etwa. Da sehe ich etwa die Linie. Und dann würde er die 1 gar nicht treffen. Also wird er da noch ein Effet benötigen. Ja.
Er macht bewusst, er spielt ein taktisches Foul. Er spielt ein taktisches Foul. Das kann er natürlich auch machen. Ja. Aber gut. Was würde ich jetzt tun? Ich würde es natürlich nutzen. Ich würde jetzt die 1 lang spielen nach oben und die Weiße hier bei der 3 und der 4. Die 3 und die 4 nutzen und würde dann das Ganze deckeln. Das Ronald Regli. Die 1 gar nicht mehr sieht. So, jetzt muss er dann allerdings mit Druck spielen, einen Druckball-Nachläufer. Weil die Weiße darf nicht viel Weg machen im Gegensatz zu 1. Die 1 darf laufen, kein Thema. Aber die Weiße 20 cm. 20 cm etwa. Gut. Sehr gut. Gut. Ist gedeckt hier noch durch die 9. Jetzt ist natürlich richtig schwer für den Ronald Regli. Jetzt ist es richtig schwer. Mhm. Ja. Dann nickt er. Das sagt er, ja, die ist gut. Oh, schönes Ding hier. Alter Schwede, ja. Wahnsinn. Schön gesehen. Schön gespielt. Auch mit dem richtigen Tempo. So, was kann er jetzt machen? Wiederum ein Safe. Eine Sicherheit. Ja. Er nimmt die Hilfskörn, im Hilfskörn dazu. Ja, muss er aufpassen hier, dass er keinen Foul begeht hier mit der 8 und auch mit der 5. Auch die 5. Gefährlich und. Oh, und da war es das. Er gibt es zu, ja. Er hat einen Foul begangen. Er hat. Es war kein Foul, das man jetzt gerne so gleich gesehen hätte. Also Respekt. Er hat es ehrlich zugegeben. Schöne Sache. Oh, ganz toll. Prima Safe hier. Cool. Sehr schön. Auch er antwortet jetzt hier mal mit einem richtig schönen Safe. Schön Press da hinten. Ja. Anton de Gois, Sitzenado. Ja. Ist keine einfache Aufgabe, die er hier hat. Und? Foul. Schade. Hat aber nicht viel gefehlt. Es hat hier nicht viel gefehlt. Okay, er hat ein Foul. Was macht er? Was macht er jetzt? Was kann er machen? Er spielt nochmal eine Sicherheit. Ja,
Was kann er anders machen? Die 4 und die 3. Das, was er als taktisches Foul hier gespielt hat, hindert ihn jetzt wiederum daran, dieses Spiel offensiver zu spielen und zwingt auch ihn defensiv die Bälle zu spielen. Eigentlich seinen Gegner hier zu versuchen auszusafen. Okay, ausgesäuft. Spielstand 3:0 für Ronald Regli. Spiel hier fürs Bilder Café Camarage. Bilder Lounge Camarage, BC 8 Ball. So. Nichts gefallen. Ui. Gut. Liegt fast ein bisschen gerade. Ja, das war das Problem. Liegt gerade. Dadurch jetzt auch ein selbst erschaffenes Safe. Er hat sie getroffen. Gut, Foul vermieden. Aber hinterlässt jetzt Ronald Regli. Ein Einsteiger. Die 3 geht lang. Bisschen laufen lassen. Wow, schön. Akkurat gespielt. Etwas fest vielleicht, aber gut. Nur 5 passt. Wow, mein lieber Mann, ja. Hm.
Sehr schön. Jetzt kommt hier ein bisschen die Sonne auf den Tisch. Das ist unangenehm. Oh, die kommt zu kurz. Die kommt zu kurz oder zu lang. Je nachdem, wie man das jetzt gerne sehen möchte. Auf jeden Fall. Und drin, akkurat hier. Er spielt sein Spiel. Lässt sich nicht beeindrucken. Prima. 4:0 nunmehr schon für Ronald Regli. Und Achtung. So, ist was gefallen. Schön positioniert. Drin. Der Winkel. Ein paar Sätze. Ja, ah, spielt zu tief. Ja, spielt zu tief. Cool. Ziemlich gerade jetzt. Aber drin. Bam. Ja, der ist halt Stecher. Stecher mit Rückläufer. Nein, schön. Hammerhart hier. Hammerhart, sehr geil. Gut, passt. Stellung. Jetzt läuft es bei ihm. Hat was schöne Bälle gespielt. Ist on the hill. Ist on the hill. Fünf zu null. Ist jetzt dann natürlich sehr schwierig. Fast unmöglich. Müsste er das Unmögliche schaffen. Break. Anton Legois Cesenado. Ui. Na, da ging die Kombination. Prima. Schöner Winkel, passt gut. Da hat er die entscheidende Kugel jetzt. Na, entscheidend war die noch nicht. Er ist ja, soll man sagen, gut gebettet vom Spielstand her. Er gibt Anton de Goises jetzt den Ado noch eine Möglichkeit hier mitzuwirken in diesem Satz. Der strengt sich auch an. Sieht gut aus.
Horst. Das passt auch. Läuft und läuft und läuft. Ein langer Ball. Ein langer Ball. Das ist ein Punkt hier. Ja, ein Punkt. Und macht er auch. Das war sehr wichtig für ihn. Ja, auf jeden Fall war das sehr wichtig für ihn. Grüß dich, hi. So, Anton, der große Senado hat einen ganz wichtigen Anschlusspunkt gemacht. Der neue Spielstand 5:1 für Ronald Regli. Ronald Regli im Break. So, jetzt schauen wir mal, ist was gefallen und die Weiße fällt auch. Die Weiße ist gefallen. Bollenhand für Anton, der große Senado. Wenn er jetzt seine Leistung vom Spiel eben anknüpft. Es ist ein Bild, das kann man ausspielen, ja. Man kann es wegspielen. Ui, da hat er Glück gehabt. Da hätte die Position jetzt auch noch viel schlechter werden können. Aber durch den Kontakt mit der 3 ist die Weise dann doch noch ein bisschen günstiger zur 3. Also die Stellen zur 3. Schauen wir, wie es weitergeht. Da bleibt dann das 7 hängen. Auch wenn es dann manchmal so vermeintlich einfach aussieht. Ja, Ball in Hand, offener Tisch. Oh, da kann noch so viel passieren. Sehr viel kann hier noch passieren. Und in dem Fall sehen wir das ja auch. Wo läuft die hin? Läuft gut. Bisher hat das ganz gut gebügelt. Und? Das ist der Fehler. Fehler. Drei Bälle. Position ist gut. Bisschen laufen lassen. Kein Problem. Ja, wird dann laufen lassen hier. Den Tisch. Ne, noch nicht mal. Wir gehen einen ganz einfachen Weg hier, direkt. Die 8 liegt ja auch schon förmlich im Loch drin. Gibt's Position auf die 9. Das richtige Tempo erwischen. Oh, ist nicht die komfortable Zone. Ja, das sieht man auch. Ist ja nicht ganz... Und? Trotzdem drin. Ronald Regli gewinnt mit 6:1 gegen Anton de Goyce Senado. Auch ein interessantes Spiel. Ja, da spielt er jetzt nochmal den Ball. Ja, die 8 von eben. Mit der er ja dieses Tempoproblem hatte. Läuft wieder. Nicht ganz so, wie er es jetzt gerne gehabt hätte. Aber gut. So, schönes Spiel. Bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören. Wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos, die ihr hier auf meinem Kanal findet. Und verbleiben ein bisschen wünschen. Bis dann.